Wer beim Wort Priester unweigerlich an kauzige ältere Herren in Frauenklamotten denken muss, deren Lieblingsbeschäftigung darin besteht, sich von kleinen Jungs am Knie kratzen zu lassen und dabei höher zu rufen, der liegt eigentlich auch in World of Warcraft gar nicht so falsch. Priester in World of Warcraft haben genau wie alle anderen Klassen drei Skilltrees. Holy für bessere Heilung, Shadow für amtlich fiesdreckige Gesichtsschmelzungen und Disziplin für übrige Punkte und schöner Leuchten. Dementsprechend reihen sich Disziplinpriester außerhalb der Arena auf der Liste von Dingen, deren Existenz noch nicht eindeutig bewiesen wurde, knapp zwischen dem Yeti und Lindsay Lohans Schamempfinden ein. Das macht es für mich an dieser Stelle auch äußerst schwierig, eine hinreichende Beschreibung der Rolle des Disziplinpriesters im PvE und PvP abzuliefern. Doch ich wäre nicht Barlow, hätte ich dafür nicht eine äußerst pragmatische Lösung. Ich lasse es einfach. Kommen wir also zu den Holy Priestern. Waren bisher viele WoW-Spieler dem verleumderischen Gerücht aufgesessen, Paladine seien irgendwie ein bisschen gay, dann haben sie vermutlich noch keine Holy Priester getroffen. Denn die machen im Prinzip dasselbe wie Palas, nur dass sie den kalten Stahl einer Plattenrüstung gegen ein dekorativ besticktes Nachthemd mit Flügelchen ausgetauscht haben. Einzig getoppt wird das Ganze noch von Holy Priestern auf Rollenspielservern. Seid gegrüßt, edler Krieger, man nennt mich Tarion von den Engeln des ewigen Lichts. Es heißt, ihr führt mit scharfer Klinge eine Gruppe wackerer Helden durch die finsteren Tiefen des Schattenlabyrinths bis hin zu Murmur. Darf ich euch zur Seite stehen und Kraft meines Glaubens in Übereinstimmung mit der Prophezeiung dafür sorgen, dass euer Blut so zäh wie Teer wird und dass euch vom Herrn verliehene Leben nicht mehr imstande ist, aus eurem Körper zu weichen, solange mein Herz schlägt? Ach, Alter, geh doch einfach gepflegt sterben. Von daher lautet mein Vorschlag, alle Holy Priester sollten auf einen Holy Priester-only Rollenspielserver verschoben werden, wo sie sich bis zum Ende ihrer Tage gegenseitig den Popo vergolden dürfen. Im PvP entfalten Holy Priester allerdings erst ihren gesamten Unterhaltungswert. Dort nämlich sind sie die einzige Klasse, die eigentlich keinem ein Haar krümmen kann und trotzdem von allen aufs Maul bekommt. Aber einige von euch kennen das sicher aus der Schule. Nickelbebrillte Fünftklässler zusammenkeulen wird irgendwann auch langweilig, wenn sie sich nicht wehren. Vor allem als Lehrer. Warum ich Holy Priester im PvP trotzdem zu Klump haue, wenn sie mir vor den Kolben laufen, werden sich einige von euch fragen. Weil ich es kann. Aber kommen wir zu einem unangenehmeren Thema, namentlich Shadow Priest. Und damit meine ich nicht etwas unangenehm, was laut Ärzten genau das werden kann, was als nächstes passiert, wenn man vornübergebeugt in deren Behandlungszimmer mit heruntergelassenen Shorts das Klatschen eines Gummihandschuhs vor einer Untersuchung hört, die dort anfängt, wo die Sonne nie scheint und über die man selbst mit vertrauten Freunden nach Cola-Korn bis zum Verlust der Muttersprache nur ungern redet. Nein, ich meine richtig unangenehm. Gut, im PvE sind sie eher putzig. Keiner glaubt ihnen, dass sie Schaden machen können und um in Instanzen mit den anderen Kindern spielen zu dürfen, müssen sie so tun, als wären sie irgendwo doch holy geskillt. Ich persönlich liebe die Situation, wenn's rauskommt, solange ich nicht in der Gruppe bin. Das ist durchaus vergleichbar mit der Situation, wenn man beim Junggesellenabschied 11 von 10 Lampen am Brennen hat und irgendwann mit dem süßen Mädel im Stripclub knutscht, um plötzlich die unangenehme Vorahnung zu haben, dass sie deutlich mehr Landmasse südlich der Gürtellinie hat als nördlich, falls ihr versteht, was ich meine. Dabei ist es gar nicht einmal so, dass Schattenpriester so herausragend gefährlich werden. Sie haben nur das Potenzial, einem so unglaublich auf den Sack zu gehen, dass man nach wenigen Minuten in ihrer Gegenwart das unbändige Verlangen verspürt, ihnen einen stumpfen Gegenstand quer durch den Schädel zu treiben. Wenn man sie in der eigenen Gruppe hat, verhalten sie sich für gewöhnlich so wie sämtliche anderen Supporter im PvP auch. Sie buffen nicht, machen gammeligen Schaden und flamen herum, dass außer ihnen mal sowieso keiner einen Plan hat, wie man den BG gewinnt. Dabei geben sie gerne eine Taktik vor, deren Erfolgsaussichten sich mit der Wahrscheinlichkeit die Klinke in die Hand geben, dass Fortuna Düsseldorf innerhalb der nächsten 2 Jahre die Champions League gewinnt. In Alterac etwa, alle deffen, 2 Holy Palas vor und Drektar umhauen, danach holen wir die Flagge. Dass Schattenpriester auch dann nicht heilen, wenn es wichtig wäre, ist ein alter Hut. Der konsequente Schattenpriester von heute benutzt nicht einmal mehr Vampirumarmung, wenn auch nur die Gefahr besteht, dass ein Gruppenmitglied in Heilreichweite laufen könnte. Eine wesentlich nervigere Angewohnheit von Schattenpriestern ist es, mit mikroskopischer Präzision und atemberaubendem Tempo Ziele nach folgender Prioritätenliste zuzudotten. Sepp, Eisfalle, Blind, Scharf. Genauso schlimm wie Schattenpriester in der eigenen Gruppe sind allerdings Schattenpriester beim Gegner. Auch hier stellen sie selten eine Gefahr für Leib und Leben dar, allerdings kann man sich sicher sein, dass immer eines der folgenden Dinge passiert, wenn man ihnen als Schurke begegnet. Erstens. Man frisst einen Vier, der für irgendein gammeliges Hunterpad oder einen Guffelschurken mit Area 52 Hose und Seth's Carver gedacht war. Zweitens, Blackout prockt. Drittens, man hat Cloak of Shadows nicht ready oder resistet trotz Cloak of Shadows den Mindblast nicht. Viertens, Blackout prockt. Fünftens, die gefühlte Stun-Resistenz von 98% schlägt wieder zu. Liebe Grüße, euer Barlow.